Warum machst du eine Story unter der Dusche? I don't know, ich nehme. Okay, popular opinion: Handy immer mit unter die Dusche nehmen. Ist immer geil. Ich beantworte meine Sprachnotizen immer wieder der Dusche. Ich weiß nicht, ich finde, unter der Dusche ist so, da ist immer so Off-Time, die man nicht nutzt. Und ich nutze dann immer die Zeit in der Dusche, um mein WhatsApp durchzugehen und alle unbeantworteten Digga, Schlaganfall. Um alle Nachrichten zu beantworten, die ich noch nicht beantwortet habe. Okay, man muss dazu sagen, ich glaube, der normale Mensch duscht jetzt so eine Minute oder zwei. Der normale Mensch geht, glaube ich, so in die Dusche rein, macht das Ding an, lässt es so runterlaufen, macht so direkt Seife in die Hand, wäscht sich, dann Nee, das wird stimmt. irgendwie das zweite Ding da genommen, wird Achseln gemacht, Rest gemacht vom Körper, dies, das, Schwanz und so, bla bla. Und dann geht man wieder raus und wäscht sich, trocknet sich ab. Bei mir ist es legit so, ich gehe in die Dusche rein, erstmal 20 Minuten stehe ich wie so ein Stück Scheiße einfach so da. So, dann manchmal wird noch der hier gemacht. Der wird auch manchmal noch gemacht, Digga. Klassiker, überfasziniert, Digga. Und dann fange ich hier langsam an, mich zu waschen. Aber dann schön Wie wäre zack, es, wenn du mal Haare, Sims mit dem 4 und Haarezeug direkt Duschgelag Achsel, Digga, mit Gel direkt den gefahren? hier, direkt den Schwanz, Digga, zack, zack, abduschen und raus. So ist immer der Go-To. Immer. Ich nehme mir immer einen Stuhl mit. Bro, warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, Stühle für Duschen zu erfinden? Das gibt's doch safe, oder? Hä? Was ist das denn? Okay, das ist so Shit für alte Menschen, aber eher, oder? Ja, für die professionelle Pflege, ja. Das sieht ein bisschen zu abgespaced aus. Das müsste es irgendwie in more fancy geben, so. Es gibt Stühle für die Dusche. Die werden an die Wand geschraubt und können runtergeklappt werden. Ziemlich sick habe ich auch. Oh, verstehe. Also, das ist dann wie so: in der Bahn gibt es auch manchmal diese Sitze, die so hochgeklappt sind, die man erst so rausnehmen muss. So mäßig? Das hört sich ganz cool an, eigentlich, Digga. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass da ein großer Markt besteht für eine Ganzkörperdusche, die eingebaut ist in die. Ein Ganzkörperföhn, meine ich. Der eingebaut ist in die Dusche. Es ist sehr, 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 sehr großer Markt da draußen für eine Ganzkörper Föhnmöglichkeit in der Dusche. Stellt euch vor, ihr würdet duschen, ihr macht aus, ihr drückt einen Knopf und dann kommt so. Wie diese Dinger bei so Meckes auf dem Rasthof da, wenn man so auf der Autobahn ist und man fährt irgendwo hin und dann muss man sich so die Hände trocknen, wo man dann so der heiße Draht spielt. Wisst ihr, was ich meine? Wo so diese Dinger so sind und man versucht nichts zu berühren und man berührt immer irgendwas. Und dann denkt man sich so, ja, Digga, hätte ich auch einfach in der Hose abwischen. Vor allen Dingen, es macht gar keinen Sinn, weil man macht immer so. Und dann wieder raus, Digga. Hände noch komplett nass. Hat gar nichts gemacht. Man wischt eine Hose ab. Einfach nur, damit man es gemacht hat, Digga. Also macht gar keinen Sinn, Digga. Stell dir vor, sowas in cool für den ganzen Körper. Einmal drumrum. Du stellst dich hin, das macht so. Und dann ist es schön warm. Und man geht raus und ist trocken. Man hätte ein bisschen Strom, den man wastet. Aber man muss nicht mehr Handtücher waschen. Wodurch man vielleicht denselben Strom wieder spart. Das heißt, es ist vielleicht sogar was vielleicht sogar umwelttechnisch Sinn macht. Muss aber warme Luft sein. Ja, was sonst? Kalte Luft? What the fuck, Alter? Was wäre das für ein Feature? Es muss sowas geben. Ganzkörper Föhn. Alter Junge, holy shit, genau so! Nur ich würde es irgendwie so in 360 Grad noch fühlen. Alter, ich brauche das. Gleichmäßiger Luftstrom durch S-Form und 27 Düsen. Boah, aktiv, Digga. Junge, wie geil. Ja, los, blas die Tropfen weg. Blas die weg, schön. Mühelos trocken von Kopf bis Fuß. Digga, das ist so geil. Oh, hier hat jemand ein Review-Video gemacht zu dem genau, was wir gerade geguckt haben. Bauen und Wohnen, Junge. Regio TV, rein da. Perfekt. Geiles Badezimmer, Mann. Eine ausgiebige Dusche ist für viele ein tägliches Ritual. Es folgt quasi automatisch der Griff zum Handtuch. Früher oder später endet das mit einem Berg nasser Handtücher, die jemand waschen muss. Es gibt eine alternative Lösung. Sie Ja, nennt sich Mann. Ganzkörpertrockner und kommt in Geil! diesem Karton. Mann, Alter, das ist der letzte Mann. Zeit, das Päckchen auszupacken. Ja, pack's aus, Im Grunde Digga. hat da jemand die Idee des Haarföhns konsequent weiterentwickelt. Boah, Natürlich ist es genial! bequem, wenn man nur noch aufs Knöpfchen drückt, statt nach dem Handtuch zu fummeln. Aber gibt es jenseits der Bequemlichkeit noch Aspekte, die für die Montage dieses Gerätes im heimischen Badezimmer Ja, sprechen? weil es einfach geil ist. Es What the gibt fuck? ganz viele Aspekte. Zum einen ist es Strom? natürlich hervorragend geeignet für Menschen, beispielsweise mit Hautkrankheiten, für bewegungsbeeinträchtigte Menschen. Aber das Gerät hat natürlich auch den Nachhaltigkeitscharakter. Das Oh. heißt,
durch das Trocknen in der Dusche ohne Handtuch reduzieren wir natürlich die Handtuchwäsche. Ja, okay, die große Frage ist aber halt, okay, das ist halt Marketing. Die große Frage ist ja, wie viel Strom zieht halt so ein Föhn? Wie viele Handtücher kann man auf einmal waschen mit so einer normalen Waschmaschine? Sagen wir vielleicht so 4, 5? Keine Ahnung, wie viel. Ich glaube, man macht nicht zu viele, ne? So 2, 3. Okay, sagen wir 3. Okay, sagen wir 3. Wie oft benutzt man ein Handtuch, bis man es in den Trockner knallt, in die Wäsche packt? So, ich sag mal, ich benutze so ein Handtuch vielleicht so 5 Tage, 6 Tage, vielleicht 7 Tage. Dann würde ich sagen, nehme ich ein neues, circa, I guess. Manchmal auch früher, manchmal auch schon so nach 3, 4 Tagen. Ja, was macht ihr, hä? Nehmt ihr jedes Mal ein neues, oder was? Nach jedem Duschen? Was? Okay, warte, ganz kurz, lass uns kurz festhalten. Die Ärzte, die ihr Handtuch jedes Mal neu nehmen, sind die Ärzte, die die Ersten sind, wenn ich nicht irgendwie mit der Bahn fahre, sondern mal irgendwo mit dem Flugzeug hinfliege. Ausnahmsweise, wo es tatsächlich auch Sinn macht. Stell dich vor, ich sag mal, man kann jetzt nicht, also wenn man alleine wohnt, kann man ja jetzt nicht 5 Wochen warten, bis 5 Handtücher zusammengekommen sind. Also wäscht man, sag ich mal, wenn jetzt vielleicht so 2 oder 3 ready sind, damit man welche neu hat. Weil sonst mucken die so und dann schimmeln die so und dann stinken die so überekelhaft, Digga. So, okay, sagen wir, du packst 3 rein. So, dann, wie lange dauert ein Waschvorgang von Handtüchern? 1:30 oder so? Keine Ahnung. Also die große Frage ist halt, spart man damit wirklich Strom? Aber nun doch kurz nachgehakt. Eine Waschmaschine braucht Strom, der Ganzkörpertrockner auch. Wieso hat der Ganzkörpertrockner dann einen Nachhaltigkeitseffekt? Oh shit, wie Idiots! Warum haben wir, oh mein Gott, wir sind so dumm, er beantwortet das legit jetzt. Das ist angeblich im Gebrauch billiger als gewaschene Handtücher. Wenn ich das jetzt wirklich ermittle, die Kosten für eine Handtuchwäsche, dann reden wir da über Frischwasser, über Abwasser, über Waschmittel, über Stromverbrauch der Waschmaschine. Okay, true. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, das Abwasser kostet ja auch Strom am Ende des Tages, oder? Weil es doch gereinigt wird, I guess. Und das ist ja dann auch wieder Strom. Das ist ja auch nochmal was, was dazu kommt. Vielleicht ist es wirklich weniger Stromverbrauch. Über Verschleiß, über Waschmittel. Das alles zusammengenommen ergibt in etwa einen Wert von 12 Cent pro gewaschenem Handtuch. Wohingegen die Trocknung mit dem Körpertrockner ca. 2 Cent kostet. Wenn wir unseren Wert nehmen von, man nimmt ein Handtuch 3, 4 Mal, dann spart man. Wenn man sagt, man nutzt ein Handtuch jetzt 2 Wochen lang und am Ende schimmelt es schon, wenn man es noch benutzt, dann würde man nichts sparen. Also wir haben eine durchschnittliche Trocknungszeit von 3 Minuten. Und wenn man das umlegt auf den Strom, also Stromkosten, liege ich da bei 2 Cent. Es ist dieses Kästchen, das den Strom verbraucht. Hier ist das eigentliche Gebläse verbaut. Die Lufttrocknung verhindert auch das sogenannte Nachschwitzen. Wer Sport getrieben hat und dann unter die Dusche geht, kennt das. Kaum ist das Handtuch weg, steht einem schon wieder der Schweiß auf der Stirn. Hier ist es anders. Aber warum? Wenn ich mich natürlich auf natürliche Art und Weise trockne, also ich glaube, dann ist der Körper kalt und denkt so, ja, ich muss mich jetzt wärmen, oder? Ist das nicht so? Mit Lufttrocknung, wie es unser Körpertrockner macht, wendet unsere Haut für die Trocknung Energie auf. In Kombination mit der Lufttrocknung führt es dazu, dass die Temperatur unserer Haut runterfährt und wir somit kein Nachschwitzen mehr haben. Die Montage Jakob ist unproblematisch, sagt die Montagefirma. Die Kunden sind beileibe keine schwäbischen Sparfüchse, die auch unter der Dusche noch mit jedem Cent geizen. Bietet mehrere Heizstufen und mehrere Gebläsestufen und es gibt den in verschiedenen Farben, sodass geil. Es sich unauffällig ins Bad einfügt. Finde ich aber, sieht nicht so scheiße aus. Ich finde, das sieht nicht so wack aus. Passt schon ganz gut rein eigentlich. Erstens durch meine Bandscheibenvorfälle, die ich hinter mir habe, 2 Stück. Und dass ich kein Handtuch benötige, so habe ich Bewegungsfreiheit durch diesen Föhn. Und meine Haut ist auch sehr geschmeidig danach. Okay, das war das, was ich überlegt habe. Ich dachte immer, weil ich mache das schon echt lange, und ich dachte, vielleicht ist es so, dass wenn man so immer das Wasser wegföhnt, dass dann die Haut irgendwie trocken wird oder so. Haben wir sowas schon immer gewünscht, aber knapp 1500 Euro für so einen Teil, das ist ein gesalzener Preis für ein Gebläse und ein Gehäuse, in dem Luftstrom zu den Düsen gelenkt wird. Das ist keine Raketentechnik, das geht auch günstiger. Boah, also das ist wirklich krass. 1500 Euro ist heavy. Okay, Real Talk, das ist so 200, 300 Euro wert. Okay, sagen wir maximal 500, ja. 500 wäre auch noch, dass ich sage, okay, why not? So, es muss ja auch wasserfest sein und so, bla bla. Bodenbelege und Steinflächen reinigen. Geil, Digga. Ja, vielleicht kennt ihr das auch. Balkon, Treppe und Hof sind immer grün von den Algen. Immer, hast du das. Sind ganz schnell greifen wir dann zum Hochdruckstrahler, strahlen einmal alles ab. Alles ist schön hell, aber nur kurz. Denn Moos und Flechten kommen umso schneller zurück. Was da hilft,
ist eine Reinigung von Profis. Ich kann es bald nicht mehr sehen. Geil, Digga, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Flechten, Schwarzalgen auf dem Pflaster. Ja, Mann. Und ich habe schon alles probiert. Mehrere Male mit dem Dampfreiniger. Und das Problem wird immer größer. Im Laufe der Jahre ist es völlig normal, dass sich durch die Verwitterung und den Gebrauch die Pflastersteine verfärben und Die Ärzte sehen aus, als würden sie 2 Stunden arbeiten und dann 8 Stunden auf die Rechnung schreiben. Digga, das sind richtig professionelle Fuscher. Schön aussehen. Mit Profigeräten rückt die Mannschaft an, um mit Hochdruck die verschmutzten Pflastersteine zu reinigen. Durch den sogenannten Skater fließen ca. 21 Liter Wasser pro Minute. Dabei werden Dreck, Moose und Algen aus den porösen Oberflächen und Fugen gespült. Man sieht jetzt hier, wie wir die Fläche porentief reinigen. Wir reinigen mit 100 Grad heißem Wasser. Dadurch werden die Steine porentief sauber, die schwarz. Was juckt mich da, ob mein Stein da so weiße Flecken drauf hat? Algen haben keine Chance mehr. Im Vergleich. Ja, die Steine sind sauber, aber jetzt hier der Abfluss ist voll gewichst. Hochdruckreinigern, wie man sie im Baumarkt kaufen kann, die reinigen nicht porativ, sondern nur oberflächlich. Hast du das? Das Problem ist, dass kennt man durch das Spritzverfahren, durch den Hochdruck, wir verteilen eher die Flechte, die Alge, und dadurch können sie sich dann vermehrt wieder bilden. Das ist bei unserem Verfahren ist das nicht so. Gereinigt werden nicht nur Pflastersteine, sondern geil, auch Treppen und Mauern. Ich habe das Gefühl, das ist so ein richtiges schwäbisches Ding, so diese Steine sauber zu machen. Boah, das ist so goddamn satisfying. Alter, wir spielen heute den Cleaning Simulator. Digga, uff. Jetzt sieht man hier schon ganz deutlich den Reinigungseffekt. Hier geil. Die reinigte Fläche, hier ist noch die nicht. Okay, aber die ist auch nass, oder? Die Seite ist auch nass. Oder ist das einfach nur Schmutz? Weil das wäre schon echt widerwärtig. Ich glaube, das hier ist trocken und das hier ist nass. Beide sind nass? Okay, ja, dann ist das heftig. Okay, dann würde ich es vielleicht auch machen. Gereinigte Fläche, immer noch die Algen, Sporen, Moosbefall. Jetzt würde ich. Ah, nee, true. Das ist nur so Dreck bzw. so Pflanzenshit. Okay, nee, dann ist es mir worth. Ich glaube, dann würde ich schon sagen, das ist krass. Ich sage, tun wir hier die restliche Fläche noch reinigen und dann können wir sofort mit der Veredelung beginnen. Dicker, wir Menschen sind so hohl einfach. Es ist so dumm, dass das ein Job ist eigentlich. Jetzt durch die Reinigung ist der noch rauer geworden. Professioneller Moosentferner. Durch die vorhandenen Umwelteinflüsse. Weißt du, so unsere Vorfahren mussten so gucken, dass sie so nicht hops gehen mit 19. So, weil die von einem Löwen gefressen werden. Und wir haben Angst, dass wir irgendwie, dass unsere Eingangssteine mit Moos voll sind, Bro. Wir reparieren den Stein wieder. Das müssen Sie sich vorstellen wie beim Zahnarzt. Was? Wir füllen die Hohlstellen mit unserem Veredelungsmaterial auf und reparieren den. Dann ist der wieder wie neu. Junge, ich habe das Gefühl, das ist ein Vorgang, der nur in Deutschland passiert. Ich wette, das ist noch nie im Ausland passiert. Wird die Veredelung aufgetragen, um die Poren wieder zu. Das sieht so unnormal deutsch aus. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal Mittagspause. Lasset das ja. Jetzt haben wir den zweiten Veredelungsgang. Schön die Bämme reinballern. Und am Mittag folgt noch der letzte Feinschliff. Geil. Oh, guck mal. Das vorher nach. Der freut sich, Junge. Der Ergebnis überzeugt. Der sieht aus, als würde er bei Porsche arbeiten oder so. Kein Mensch würde so machen. Kein Mensch würde dem Handwerk auf die Schulter fassen und so machen, Bro. Niemand würde das machen. Durch den Druck wurde auch das Fugenmaterial ausgeschwemmt. Dieser Sand enthält oft die Pilz- oder Algensporen, die sich mit handelsüblichen Reinigungsverfahren nach nur wenigen Monaten wieder verbreiten können. Deshalb werden die Fugen wieder neu aufgefüllt, aber nicht mit Sand. Hier verwenden wir Split. Der dient dazu. Es sickert das Wasser durch, es ist keinerlei Grundlage für Grünbewuchs. Wir nehmen keinen Sand, weil Sand ist ein Feuchtigkeitsträger. Da kann sich dann wieder irgendwelche Grünsachen können da gedeihen. Ach so, okay. Steinbelege sauber machen und das ohne Hochdruckreiniger? Stattdessen holt man einen Profi mit einem Heißwasserreiniger. Ist das Ironie, Sarkasmus oder einfach nur Blödheit? Boah, ist der sauer. Kalle Jodelbauer, Digga. Der wirklich. Oh. Hallo Kalle, danke für die Rückmeldung. Na, kleine Unterschiede gibt es schon. Liebe Grüße, Tobias. Sagen wir mal so, es ist ein Heißwasser-Hochdruckreiniger. Für mich ist das noch ein teureres Gerät. Ein Profi dazu und kein ohne.
So verärgert man nur die potenziellen Kunden auf YouTube. Denn die haben was ohne gesucht. Boah, ist der sauer. Hätte Kalle mit derselben Energie, wo er diese zwei Kommentare geschrieben hat, einfach seinen scheiß Stein gereinigt, Digga, wäre er schon lange fertig, Digga. Da wäre er schon lange durch, Junge. Kalle, du investierst deine Energie falsch, Junge. Wirklich.